nicht jeden Tag. Linkfrei zur dritten Runde. Beste Grüße an Fernando Marzano. Ja. Ja, das war für den Geschmack von Uli Wegner ein bisschen viel Aktion und zu wenig Kontrolle bei Marco Huck in dieser zweiten Runde. Trotzdem natürlich klare Führung und Richards ist gefordert, was zu tun. Hat ja angekündigt, Deutschland schocken zu wollen und seinen Gegner K.O. zu schlagen. The Swamp Donkey, der Sumpfesel mit Spitznamen genannt, dazu vielleicht später mehr. Huck hat gesagt, wer schon Esel heißt, der sieht auch so aus und das erst recht nach dem Kampf. Das sind so die einfachen Wahrheiten, die vor dem Gefecht ausgetauscht wurden. Stop punching. Stop that. So ungenau von Richards, der, wenn er angreift, auch den Kopf immer runternimmt. Eigentlich eine gute Gelegenheit für Huck, da vielleicht mal mit einem Uppercut, mit einem Aufwärtshaken dazwischen zu schlagen. Ja, ich glaube, das war ein bisschen niedergerungen auch. Aber wird angezählt. Von Ringrichter Mark Nesson. Blutspuren bei Richards. Der sieht sauer und gereizt aus. Am Kopf hat er irgendwie eine Wunde. Scheint aber nicht so sehr beeindruckt zu sein, kommt jetzt hier wieder. Gute Linke von Huck. Mit der Führhand den Vorwärtsdrang des Amerikaners zunächst mal gestoppt. Das muss noch öfter kommen. Das war eine ganze Zeit lang seine große Schwäche. Die linke Führhand, die hat er kaum eingesetzt, eigentlich nur, um sich den Gegner zurechtzustellen und zurechtzuschieben und dann mit der rechten richtig rüber zu dreschen. Das ist besser geworden. Sonst wäre er auch nicht Weltmeister. Schöne Serie jetzt von Huck. Und er nimmt viel, aber er ist angeschlagen. Achtung, könnte schon zu Ende gehen. Richards fightet, Richards kämpft. Und dann liegt er am Boden mit dem Ringrichter und ich glaube, das ist es gewesen. Er zählt gar nicht mehr, er bedeutet ihn direkt, es ist vorbei. Das war eine Nummer.